Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Egglog. Ich bin gerade mal offscreen zum Pokémon Center gerannt, um Pokémon zu heilen. Wow, das macht Sinn. Was sollte man sonst im Pokémon Center machen, ne? Gut, hallo? Will noch jemand kämpfen? Irgendjemand? Nee? Du nicht? Doch. Natürlich, ich dachte, er läuft schon so auffällig. Kämpfen gegen mich? Nee, gegen dein Pokémon. Haha. Ein Wingull. Okay. Was habe ich denn vorne? Okay. Nichts Passendes. Um gegen einen Wingull zu kämpfen. Pikachu. Oh, wow. Das hat ja Schaden gemacht. Nicht. Na, wie gefällt dir das? Haha. One-hitted. Oh, mach Holo. Dann wechseln wir mal lieber. Ach, Level 14. Die sind so... Ich weiß nicht, die sind stärker als der letzte Arena-Leiter, oder? Warum? Oh, wow, du hast mich erkannt. Super. Ich könnte hier am Strand auch noch ein Pokémon fangen, oder? Das sollte doch möglich sein. Tschüss. Umgekippt. Oh wow, noch ein Level. Es gibt irgendwie immer mindestens ein Level ab bei einem Kampf. Gute Reaktion. So reagiere ich auch immer, wenn ich verliere. Vögel fliegt. Na gut, dann. Oh, sie schwimmt sogar auf einem Pokémon. Seht ihr das? Komm wieder zurück. Da oben, sie schwimmt auf etwas. Wie cool, das habe ich noch nie gesehen. Wo ist denn meine Angel? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir werden ein Karpador fangen. Irgendwie. Und? Was ist es? Oh, ein ganz krasses, ultra cooles Karpador. Oh nein, was? Ich traue mich nicht, das anzugreifen. Pokéball! Das arme Ding, wie es am Strand liegt und um sein Leben kämpft und stirbt. Oh, Karpador. Ja, Glückwunsch. Oh, das gibt's doch nicht. Du bist doch nur ein dummes Karpador. Muss ich dich ernsthaft angreifen? Ja, hüpf halt rum. Na gut. Wow, sein erster Einsatz. Ich bin so stolz. Ihr erster Einsatz. Mist. Ja. Gut, dass das Karpador schneller ist. Ich hoffe, das reicht, Karpador. Na? Bitte? Oh! Wie kann ich denn so Probleme damit haben, ein dämliches Karpador zu fangen? Das Problem ist, ich kann es nicht nochmal angreifen, weil ich nicht weiß, ob das nicht so viel Schaden macht. Okay, wir haben ein noch schwächeres Pokémon. Ist okay. So süß. Aha. Platsch. Oh, Glut. Das macht bestimmt mega viel Schaden. An einem Wasser-Pokémon. Oh, wow. Das hat sogar mehr gemacht, als ich gedacht hätte. Na gut. Jetzt aber. Ja.
Ja, tatsächlich. So viel Aufregung wegen einem Carpador. Nein, das bekommt keinen Spitznamen. Na gut, dann können wir Carpador gegen ein Pokémon austauschen, würde ich mal sagen. Ach, so schön hier ist der Markt. Da können wir nachher mal drüber laufen. Wenn wir unser Pokémon-Ei dann endlich haben. So, Carpador getauscht. Oh, ich muss bald wieder Eier tauschen. Die sind einfach gleich. Das hier hat mehr Initiative als das hier. Na gut, da muss ich das einmal wann anders mitnehmen, würde ich sagen. Irgendwann. So, offscreen. Was weiß ich. Damit unser Team auch weiterhin gelevelt wird. Na gut, was gibt's denn hier zu tun? Was ist los mit euch? Was ist hier los? Hey, du da, hör auf zu drängeln. Stell dich gefälligst hinten an. Was? Ich frage mich echt, was der Boss jetzt plötzlich in einem Museum sucht. Aha. Viel Spaß noch beim Anstehen. Hübsch hier. Was ist denn das? Was sind denn da drin? Sind das Puppen? Was ist das für ein Heft? Kann ich das anklicken? Die Höhenranger. Was? Kämpfer für das friedliche Miteinander und Helden der Höhenregion. Cool. Kann ich einen mitnehmen? Aha, der verkauft Blumen. Die verkaufen Items. Oh, sie verkauft süßes Zeug. Wahrscheinlich für die Inneneinrichtung. Und er verkauft Tapeten und sie verkauft Blumen. Und er verkauft TMs und VMs. Und ja, ich glaube, wir sind durch. Süßer Markt. Was ist das für ein Haus? Pokémon Fanclub. Der sieht ja cool aus. Oh, hallo. Ich rede doch nicht mit den Leuten. Was ist das für ein seltsames Bild von einem Pikachu? In einem Adelskostüm. Oh, das Indigo sieht ja süß aus. Noch Pokémon, mit denen ich reden kann? Ja, genau. Gut, dann haben wir alles Wichtige in dem Haus geklärt. Mit allen Pokémon gesprochen. Namenbewerter. Okay. Eine Wettbewerbshalle. Cool. Hallo? Tja, wir können nur leider noch nicht mitmachen. Tja. Kommt wohl in einer der nächsten Folgen, befürchte ich. Was haben wir denn hier zu tun, außer in die Arena gehen? Ach, wir müssen Kapitän Brick suchen, ne? Hallo? Captain, ne? Hallo? Tja, hier ist er wohl nicht. Na gut. Dann gehen wir mal, Hier ist noch ein Haus, das groß ist. Hallo? Ja, ich glaube, wir haben ihn gefunden. Wenn das hier hingehört und das dahin, wo gehört das hier dann hin? Und was ist mit diesem Dingsbums? Oh, das soll man nicht verrückt werden. Na? Ah, wer ist da? Oh, ich bin Botma, nicht Captain Brick. Mist. Kapitän Brick hat mich damit beauftragt, eine Fähre zu konstruieren. Oh, sind das da etwa die Devon-Bahn? Aber das ist ein ungünstiger Zeitpunkt. Kapitän Brick ist gerade nicht hier. Ich glaube, er ist zum Ozeanmuseum gegangen. Dürfte ich dich bitten, Kapitän Brick zu suchen und ihm den Koffer mit den Devon-Bahnen zu bringen? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Da steht Team Aqua vor, okay. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Da steht Team Aqua davor. Und jetzt nicht mehr. Gut. Gut, dann gehen wir halt rein. Hallo? Bitte komm zum Empfang hier drüben. Willkommen im Ozeanmuseum. Der Eintritt kostet 50 Poké-Dollar. Hast du Interesse? So teuer, ich habe so wenig Geld. Ehrlich, was soll denn das Wucher?
Ja, Team Aqua guckt sich hier die Sachen an. Wie sie davor stehen. Das ist so toll. Keiner von Team Aqua hier. Oh, die Sachen sehen cool aus. Oh, Wasser. Oh, schaut euch das Wasser an. Das hier ist türkis und das ist eher blau. Und hier können wir es im Fernsehen angucken. Oh, cool. Aha. Was? Oh, hier ist mal einer, der nicht von Team Aqua ist. Hallo. Kann ich dir helfen? Suchst du nach Brick? Tja, da musst du nicht weitersuchen. Das bin ich, hat er doch gesagt, oder? Ich habe schon weggedrückt, Mist. Ah, das müssen die Bauteile sein, die ich beim Istatrum von der Devon Corporation bestellt habe. Großartig, vielen Dank. Jetzt kann unsere Expedition endlich losgehen. Ah, Team Aqua. Lass die Bauteile rüberwachsen, aber Dali. Was? Wer seid ihr? Wir sind Team Aqua und unser Boss ist scharf auf diese Bauteile. Also labert uns kein Kotelett ans Ohr und lass sie endlich rüberwachsen. Was war das für ein Satz? Was wollte er mir mitteilen? Oh nein, ein Kaniwana. Tja, da können wir leider nicht so viel mit. Boah, Level 60. Was? Los, Pikachu. Ohohoho. Gut, die Statik von Pikachu, ne? Die trifft einfach immer und jedes Pokémon. Da kann man fest mit rechnen. Ich muss Pikachu aber eigentlich heilen. Ich habe aber nur noch Tränke, ne? Hoffentlich trifft er beim nächsten Mal nicht so krass. Oder er trifft gar nicht dank Paralyse. Du behindertes Vieh. Was soll ich denn jetzt machen? Ich muss es ja eigentlich one-hitten. Ich habe so Angst davor. Ich will Pikachu nicht verlieren. Das ist unser einziges Elektro-Pokémon. Yes! Genau darauf habe ich doch gewartet. Oh Mann. Okay. Ich wette, Donnershock killt es eh one-hit. Ja. Aber man kann ja nicht vorsichtig genug sein, ja? Ja, Level up! Ah! 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 Ah, fertig gemacht von einem Kind! Was für eine Pleite! Das schmeckt dem Boss bestimmt nicht! Pah! Was kannst du eigentlich, du Waschlappen? Da muss ich eben ran. In der Stärkerangliste von Team Aqua stehe ich auf Platz 27. Darauf sollte man nicht stolz sein, aber wenn er meint. Oh, ein Zubat, wow. Ein beeindruckendes Pokémon. Seht es euch nur an, wie es sich kaum in der Luft halten kann und dann dauernd aussieht, als würde es fast abstürzen. Also, wenn sowas auf Platz 27 der besten Trainer von Team Aqua ist, ne? Na? Sollte man sich mal Gedanken machen. Tschüss, Zubat. Ich hoffe, Fione lernt bald Aquaknarre. Das wäre echt mal schön. Ja, noch mehr Level-Ups ist schon okay. Oh, Blutsauger. Wow. Kaniwana. Ja, ich möchte wechseln. Diesmal weiß ich, wie ich mit dem Ding umzugehen habe. Definitiv. Tschüssi. Oh, kein Level-Up diesmal. Was ist denn hier los? Diese Loser. Was? Ich stehe auf Platz 27 in der Stärke-Rangliste von Team Aqua und trotzdem ziehe ich den kürzeren. Und jetzt?
Wenn wir ohne die Bauteile abhauen, können wir uns auf was gefasst machen. Ah, oh, ich glaube es einfach nicht, dass uns irgendeine dahergelaufene Göre die Suppe versalzt. Dramatische Musik. Wie die Kamera auch wackelt dabei. Oh Mann. Ich hatte mich schon gewundert, warum ihr Chaoten so lange braucht, um meinen mickrigen Koffer zu klauen. Und jetzt muss ich sehen, dass ihr euch von einem elenden Balg vorführen lasst. Ha. Für einen Rotzlöffel wirkst du ziemlich gewieft, Kleine. Du bist wohl doch nicht bloß ein stinknormaler Möchtegern-Trainer. Ich heiße Adrian. Ich bin der Anführer von einem Haufen Blindgängern wie den da. Endlich mal einer, der es einsieht. Zusammen sind wir Team Aqua. Schon gewusst, Pokémon, Menschen und alle anderen Lebewesen haben ihren Ursprung im Meer. Dir ist doch hoffentlich klar, was das heißt, oder? Bingo, das heißt, dass kein anderer Ort auf diesem Planeten für Lebewesen so wichtig ist wie das Meer. Aber wie behandeln wir Menschen die Meere? Wir ruinieren sie, indem wir unseren Müll hineinkippen. Während wir fleißig unser Ego streicheln, geht der wichtigste Teil des Ökosystems langsam vor die Hunde. Hätten wir Menschen als Einzige unter der Folge zu leiden, wäre das wohl die gerechte Strafe. Aber denkt auch nur einer von uns an die Pokémon? Ha, nur einer an die Pokémon? Ja. Nein. Viele von ihnen verlieren wegen uns ihren Lebensraum. Wo sollen sie in Zukunft existieren oder ihren Nachwuchs aufziehen? Die Pokémon sind unschuldig und trotzdem müssen sie für unsere Fehler büßen. Was ist das für eine Welt, in der wir leben? Eine Welt der Ungerechtigkeit, sage ich. Ich kann und will das einfach nicht akzeptieren. Deshalb habe ich einen Entschluss gefasst. Ich werde die hirnlosen Taten der Menschheit ungeschehen machen und alles in meiner Macht Stehende tun, damit das Meer und die Natur wieder so werden, wie sie früher einmal waren. Ha, genug davon. Ich schwinge nur ungern lange Reden. Ja, das habe ich gemerkt. Das war ja gar keine lange Rede. Und die Folge ist auch gar nicht schon überzogen wegen dir. Heute lasse ich dich nochmal ungeschoren davonkommen. Aber eins zeige ich dir, Kleine. Wenn du uns noch einmal in die Quere kommst, musst du mit ernsthaften Folgen für dich rechnen. Sag hinterher nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Und jetzt los, ihr Blindgänger, wir müssen weiter. Ja, ihr Blindgänger, verzieht euch und lasst uns in Ruhe. Jo. So, aber ich würde sagen, wir beenden jetzt die Folge, nachdem wir erfolgreich Team Aqua verscheucht haben. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch einfach morgen bei der nächsten Folge vorbei. Bis dahin, macht's gut und tschüss.